Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der erste Part meiner Siren-Black Widow Challenge. Viel Spaß! Also, wie bereits gesagt, das ist eine Siren-Black Widow Challenge. Also, das bedeutet, es ist eine Black Widow Challenge mit dem einzigen Unterschied, dass unsere Hauptperson eine böse Meerjungfrau ist. Also eine Sirene. Übrigens, dieses Video unterscheidet sich von meinen anderen Videos. Dies ist nämlich ein Zusammenschnitt aus einem Livestream von Twitch. Also, falls ihr gerne live dabei sein möchtet und auch mitbestimmen möchtet, was in diesem Let's Play passiert, schaut am besten auf Twitch vorbei. Den Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und genau dort spielen wir ab jetzt nämlich einmal die Woche an dieser Challenge weiter. Deshalb sieht man im Spiel oben auch mein Follower-Ziel. Leider habe ich das etwas zu groß eingestellt, beim nächsten Mal mache ich es aber auf jeden Fall kleiner. Falls du nicht auf Twitch unterwegs bist, einen Zusammenschnitt der Challenge werde ich regelmäßig auf YouTube hochladen und natürlich kannst du dich auch hier gerne in den Kommentaren mit Vorschlägen beteiligen. Auf Ziele haben wir uns übrigens noch nicht wirklich geeinigt, also falls du hierbei Ideen hast, schreib sie gerne in die Kommentare, aber wir haben schon gemeinsam ein paar Regeln festgelegt. Und zwar, unsere Hauptperson ist eben eine böse Meerjungfrau, wir haben 0 Simoleons und wir sind in ein leeres Haus gezogen und das Geld müssen wir uns eben damit verdienen, dass wir verschiedenste Sims heiraten. Nach der Hochzeit müssen wir dann eine Dinnerparty veranstalten, auf dieser müssen wir Gold erreichen und dann dürfen wir uns wieder von unseren PartnerInnen verabschieden. Und natürlich werden wir auch mit einigen dieser Sims Kinder bekommen, aber nicht mit jedem, denn eine 100 Baby Challenge gibt es auf diesem Kanal ja bereits. Aber dann starten wir am besten gleich ins Spiel. Das wird unsere Hauptperson. Das ist die Cassiopeia Sullivan. Cassiopeia finde ich einen absolut coolen Namen. Und sie ist eben eine junge Erwachsene normalerweise, genau. Dann ist sie eben eine Meerjungfrau und sie hat das Serienromantikerin-Bestreben. Und ja, dann ist sie noch ein Snob, sie ist böse, sie ist arrogant. Also ja, alles, was man eben für diese Challenge braucht. Starten wir am besten einfach gleich rein. Als erstes stellen wir jetzt gleich mal das Geld auf Null. Ich habe aber schon ein Haus aus der Galerie platziert, einfach weil ich absolut nicht bauen kann. Ich finde es absolut großartig. Ich liebe alles daran. Ich finde, es passt super hin. Also wir müssen uns das eben einrichten. Und Teil der Challenge ist eben auch, dass wir nicht arbeiten dürfen und auch sonst nicht wirklich Geld verdienen. Also Sachen finden, so schon, aber halt sonst nicht wirklich Geld verdienen. Und hauptsächlich Geld bekommen wir dann, indem wir Menschen heiraten. Das ist unsere Cassiopeia. Ich habe übrigens einen Mod mit mehr Merkmalen, deswegen habe ich noch andere Merkmale dabei. Also materialistisch, arrogant, böse, romantisch und eben ein Snob. Teil der Challenge ist eben, dass wir das Serienromantikerin-Bestreben abschließen. Ansonsten habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel überlegt. Also auf jeden Fall eben viele verschiedene andere Sims heiraten und deren Geld ausgeben. Also, das ist bis jetzt so der Plan. Also, so sieht sie aus. Ich habe mich so für eher so High Society Outfits entschieden. Also, dass man halt merkt, sie hat Geld oder will zumindest so aussehen, als hätte sie Geld. Vor allem das Kleid finde ich unglaublich cool. Sportkleidung und Schlafkleidung ist jetzt nicht so spannend. Ja, dann haben wir hier die Partykleidung. Hier haben wir die Badekleidung, die so aussieht, weil sie halt eine Meerjungfrau ist. Ich zeige euch gleich ihre Meerjungfrauenform. Dann ist das das Heißwetter-Outfit und hier das kalte Wetter-Outfit, weil sie ja in Sulani lebt und da ist ja nie wirklich kalt. Wenn wir dann irgendwann, keine Ahnung, auf Urlaub fahren nach Mount Komorebi, dann werden wir ihr was anderes anziehen, nehme ich zumindest an. Und dann haben wir jetzt die Meerjungfrauenform und die finde ich absolut cool. Vor allem so das Augen-Make-up und die Augen. Ich finde es so cool, weil sie so absolut crazy aussieht. Und ihre Haare, ich liebe alles daran. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir am besten gleich mal in die Stadt. Also Stadt, ist Sulani eine Stadt? Keine Ahnung. Schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal um. Vielleicht treffen wir schon irgendwelche Leute, die wir gleich mal heiraten können. Immerhin ist das jetzt nicht wie meine YouTube-Videos. Das muss ja alles ein bisschen schneller gehen. Da ist ja gleich wer. Wer bist denn du? Achso, nein, den darfst du nicht heiraten. Das ist ihr Nachbar. Mit dem habe ich eine andere Story geplant. Die erzähle ich euch irgendwann. Das ist John Miller. Wow, da habe ich mich echt für einen sehr außergewöhnlichen Namen entschieden. Gehen wir einfach mal da in die Sandbar. Ich muss übrigens noch neue Restaurants und so platzieren, weil das sind jetzt noch die ganzen
vom Spiel aus und die sind ja immer so ein bisschen meh. Ja, wow, warum hat sie das an? Okay, ich ziehe was anderes an als Badekleidung, weil sonst rennt sie immer mit dem herum und das würde ich gar nicht so cool finden. Perfekt, sie hat einen Bikini. Ja, ich habe, wie man sieht, sehr, sehr viel Custom Content in meinem Spiel. Alex, hallo Alex, willst du uns heiraten? Also, nein, okay. Hey, nice. So schnell geht es jetzt nicht, oder? Wollen wir sie heiraten? Mele, oh, ich glaube, die sind verheiratet. Ja, egal. Wobei, nein, ich glaube, eine Regel ist tatsächlich, dass man nur Sims heiraten darf, die nicht verheiratet sind, weil sonst bekommen wir irgendwie weniger oder gar kein Geld. Und es geht ja darum, dass wir viel Geld bekommen. Cassiopeia ist ein Snob. Snobs kritisieren gern die Arbeit anderer. Okay, so werden wir sehr schnell sehr viele Freunde machen. Ja, fragen wir am besten gleich mal, ob er Single ist. Wie geht denn das? Fragen, ob Single ist. Er ist mit Mele verheiratet. Okay. Sonst noch irgendwer da? Wer bist du? Ari? Dann stellen wir uns mal bei Ari vor. Okay, wen gibt es dann noch so? Ja, sind nicht so spannende Leute. Ja, ihn mögen wir nicht. Wer bist du? Oh, sie mögen wir, aber die arbeitet da? Also, das sind nämlich unsere Nachbarn. Das ist nämlich die Frau von John. Und ich möchte, dass sie sich super mit ihr versteht, also mit der Devi, aber gar nicht mit dem John, weil der John ist blöd. Deswegen werden wir den John jetzt ein bisschen anmaulen. Aber dann müssen wir uns wirklich gleich jemanden zum Heiraten suchen. Ari, wie schaut's mit dir aus? Bist du Single? Weil wir brauchen Geld, wir haben kein Geld, wir haben bald Hunger, wir müssen heiraten. Gut, dann fragen wir gleich mal die Mele, ob sie... Das heißt nicht Mele. Diese Frau, von der ich den Namen vergessen habe. Ari. Übrigens möchte ich auch, dass sie mit vielen von ihren Partnern oder Partnerinnen... Sie ist Single, perfekt. Dann, ja, lernen wir sie mal kennen. Reden wir über Geld, weil sie liebt Geld. Karrierefragen. Sie ist düster? Geh nicht weg. Wieso geht sie weg? Ich möchte nicht, dass sie weggeht. Bleib da. Was ist noch Teil der Challenge? Also, wir müssen, ich glaube, die Charisma-Fähigkeit maximieren. Und ja, ich werde auch schauen, dass sie ganz viele Kinder kriegt mit ihren Partnern oder Partnerinnen. Ich meine, okay, wenn sie mit einer Frau zusammen ist, dann werden sie wahrscheinlich einfach Kinder adoptieren. Und dann müssen wir ja, wie bei einer Black Widow Challenge üblich, so eine legendäre Dinnerparty veranstalten. Und wenn wir dann dort Gold erreicht haben, dann können wir unseren Partner oder unsere Partnerin entfernen und einen neuen suchen. Übrigens, ich glaube, ich muss das nicht dazu sagen, aber natürlich sind das nicht, also sind das nicht meine Werte, die ich hier vertrete in diesem Let's Play. Okay, jetzt ist sie wirklich gegangen. Gut, dann stellen wir uns bei wem anders vor. Sion? Okay. Er mag uns nicht. Okay, wieso magst du uns nicht? Jetzt sehen wir haben eine lustige Geschichte. Und dann fragen wir ihn auch, ob er Single ist. Auch Sion ist Single. Sehr gut, dann versuchen wir es bei ihm. Wobei, er mag uns ja nicht vielleicht. Vielleicht schaffen wir es doch noch, dass er uns mag. Wir werden alles probieren. Ah ja, ich habe auch so einen Mod mit ersten Eindrücken. Da können wir gleich schauen, was die alle von uns halten. Erster Eindruck im Traumland. Gefühle von Cassiopeia gegenüber Sion. Dieser Sim scheint ein bisschen in seiner eigenen Vorstellungsblase zu sein. Eine Art Traumland. Und Gefühle von Sion gegenüber Cassiopeia. Nicht vertrauenswürdiger Sim. Sion hat gerade erst Cassiopeia getroffen und kann dennoch nicht den Eindruck verlieren, dass dieser Sim nichts Gutes im Schilde führt. Halte besser beide Augen offen. Okay, er mag uns irgendwie gar nicht so gern. Und wir finden ihn unattraktiv. Das ist tatsächlich keine gute Kombination. Ja, nein, okay. Sion wird jetzt mal nicht unser Mann. Was ist mit Ari? Von Snobs umgeben. Oh, wow. Snobs halten sich gern in der Gegenwart anderer Snobs auf. Gehobene Sims, vereinigt euch. Okay. Cassie, das macht dich natürlich unglaublich sympathisch. Wer bist du? Du siehst wild aus. Ich glaube, du passt zu uns. Hallo, Lia. Weil wenn wir nicht bald jemanden zum Heiraten finden, wir brauchen Geld und wir haben bald Hunger. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Sie ist Perfektionistin und düster. Wieso sind die alle düster? Die leben am Strand. Sie sollten glücklich sein. Anspruchsvoll. Gefühle von Lia gegenüber Cassiopeia. Anspruchsvoll. Dieser Sim scheint eine Person mit gutem Geschmack und Wissen zu sein. Endlich jemand, der uns versteht. Gut. Gefühle von Cassiopeia gegenüber Lia. Anmaßend. Dieser Sim scheint eine ziemlich anmaßende Person zu sein. Gefühl der Abneigung. Ja, komplett egal. Und wir finden sie auch als normal empfunden. Also zum ersten Mal finden wir jemanden nicht hässlich.
Das ist ja gut. Ich glaube, das wird etwas Festes. Aber wissen wir schon, ob sie Single ist? Nein. Das müssen wir noch herausfinden. Fragen, ob sie Single ist. Und dann werden wir Fotos teilen und erzählen von unserem großartigen Leben. Sie ist Single, perfekt. Gut, unterhalten wir uns noch weiter mit ihr. Reden wir über das Wetter. Wer redet nicht gern über das Wetter? Leidenschaft für Romantik ausdrücken. Das klingt doch schön. Ja, dann parodieren wir jemanden. Was ist das für ein Geruch? Wer stinkt? Wer stinkt denn? Wow. Ich sehe schon, ich glaube, die Challenge wird unglaublich schwer, weil Cassie einfach so picky ist und einfach niemanden mag. Wir müssen doch irgendwen finden, den sie mag. Und sie hat schon Hunger. Okay, wir müssen jetzt die Konversation abbrechen und schauen, ob wir irgendwo Geld herbekommen. Sonst verhungert sie noch, bevor wir irgendwas gemacht haben. Hier ist etwas. Ananaspflanze ansehen. Wow. Hat wer vielleicht Essen stehen gelassen? Wir klauen jetzt einfach da das Getränk. Komm, schnell. Klau das Getränk. Mhm, scheint gut zu funktionieren. Perfekt. Haben wir noch was, was wir klauen können? Kommt, bestellt was. Ich mag Sachen klauen. Oh. Sie ist eine echt schlechte Barkeeperin. Ja gut, schauen wir mal woanders hin. Irgendwo muss ich Sachen finden, die ich verkaufen kann. Gehen wir einfach hier. Nehmen wir die Lia einfach mal mit. Vielleicht haben wir ja später noch ein bisschen Zeit, sie besser kennenzulernen. Und dann können wir sie so schnell wie möglich heiraten. Da kann man doch reingehen. Frösche anlocken. Frösche suchen, das finde ich in Ordnung. Weil die, also die bringt sie ja nicht um. Die sammelt sie ja und verkauft sie dann weiter an, keine Ahnung, sagen wir an ein Museum oder so. I don't know, was die wirklich damit machen. Strandgut sammeln, am Strand nach Muscheln suchen. Ja gut, das machen wir nachher. Perfekt. Schwimmen darüber. Ist sie keine Meerjungfrau gerade? Achso, sie ist das. Oh. Oh, okay. Dann kannst du eigentlich auch gleich hier nach Muscheln suchen. Das finde ich sehr gut, weil dann können wir dann einfach grillen oder nochmal zur Bar gehen. Okay, 130, perfekt. Das machen wir noch gleich zweimal. Such weiter, du findest sicher noch was. Okay, was brauchen wir eigentlich für das Bestreben? Habe einen Freund oder eine Freundin, zu zwei Verabredungen gehen. Jetzt findet sie keine Muscheln mehr. Dann werden wir es, glaube ich, so machen, dass sie jetzt noch weiter nach Muscheln sucht, wenn das nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Wir kaufen uns jetzt einfach in der Bar was zu essen. Und dann werden wir gleich mal auf das erste Date gehen. Wir waren nicht da, wir müssen dahin. Und wenn wir dann beim ersten Date sind, also mit Lia, dann können wir nämlich auch gleich den ersten Wunsch, das heißt nicht Wunsch, die erste Mission vom Bestreben erfüllen. Und dann kommen wir dem ein kleines Stückchen näher. Lia ist eh noch immer da, perfekt. Dann werden wir jetzt was zu essen bestellen und zwar einfach nur, was ist günstig? Chips sind gratis, egal, das ist schon fast cheaten. Wir kaufen eine Brezel, perfekt. Dann bestellen wir gleich mal etwas zu essen. Aufs Flirten eingestellt, sehr gut. Iss weiter, iss deine Brezel. Eigentlich hätten wir uns echt wen aufreißen sollen, der hier in der Gegend wohnt, weil wir haben noch kein Bett und dann hätten wir dort schlafen können. Ich meine, vielleicht wohnt Lea eh hier. Der ist nicht Lea. Wie heißt sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Lia. Lia. Nein, die wohnt nicht. Schade. Gut. Gehen wir da auf den sandigen Simoleonstrand. Lia heißt sie. Aber dann werden wir gleich mal schauen, dass wir diesen Romantikbalken bekommen. Das ist doch ein schöner Ort für ein Date, oder? Nein, du musst nett zu ihr sein. Fragen wir nochmal, ob sie Single ist. Vielleicht checkt sie dann, dass wir interessiert sind. Leidenschaft für Romantik ausdrücken. Was hat sie denn für Merkmale? Perfektionistin und düster. Ist nicht die beste Kombination. Lustig sein mochte sie vorher auch nicht. Machen wir ein Kompliment über Aussehen. Sagen wir einfach, hey, Lia, du bist schön. Ich mag dein Outfit und deine wilden Tattoos. Die finde ich super cool. Magst du uns? Hat dir das gefallen? Oh, das hat dir gefallen. Sehr gut. Unsere Nummern austauschen, weil anscheinend hat sie ihre Nummer noch nicht. Noch ein Kompliment über Aussehen, weil das hat ihr gefallen. Beleidigen? Warum steht da beleidigen? Also, sie will auch einfach gemein zu allen sein. Jetzt haben wir eine romantische Leiste. Zweideutiges Gespräch. Sie mögen einander. Ja, und jetzt gehen wir auf ein Date. Wohin gehen wir? Gehen wir zu diesem Strand? Ich muss ganz dringend neue Grundstücke platzieren. Ich glaube, das mache ich nachher auch. Ich finde das alles ein bisschen traurig und ich hätte gern mehr Gemeinschaftsgrundstücke. Ich habe übrigens so geplant, dass die Leute, also dass ich immer alle zu mir einziehen lasse. Also dass ich es halt sehr schön mache und sehr schön einrichte.
weil einrichten kann ich, bauen nicht und deshalb ist das, glaube ich, die beste Option. Gut, wir müssen Kontakte knüpfen. Kennenlernen mag sie ja nicht so gern, das funktioniert nie so ganz. Deswegen werden wir jetzt mal Fotos teilen, ein Kompliment über ihr Aussehen machen, das mochte sie. Kuss der Meerjungfrau, da ist es schon, aber das möchten wir noch nicht. Und nach Hobbys fragen. Vielleicht hat sie ja coole Hobbys, die wir auch haben. Ich meine, eigentlich hat sie keine Hobbys außer Geld, aber ja. Wieso magst du uns nicht? Ich bemühe mich so mit Handschocker reinlegen. Über gelangweilte Stimmung reden. Wow. Sie ist wirklich großartig im Kontakte knüpfen. Sie mag kochen nicht. Perfekt. Es ist kalt. Zieh dir was an. Solltest du dir was anziehen? Ziehen wir das an? Hat sie auch ein anderes Outfit? Das sind alles sehr wilde Sachen. Wieso hat sie da eine ganz andere Frisur? Ziehen wir das an? Das gefällt mir gleich viel besser. Okay, sie mag kochen nicht. Ich glaube, damit kann sich Cassie identifizieren. Denke ich zumindest, weil sie sieht nicht aus wie jemand, der gerne kocht. Cassiopeia hat erfahren, dass Leah als Verfasserin von Ratgeberkolumnen bei Bunte Bücherwelt arbeitet. Okay, klingt doch eigentlich ganz spannend. Dann kann sie in Zukunft sicher ganz gut Beziehungstipps geben und schreiben, wie man damit umgeht, wenn man eine Frau hat, die nur aufs Geld aus ist. Das wird sicher sehr viele Leute interessieren. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal flirten. Sehr gut. Wir können mit ihr flirten und gleich noch einen Anmachspruch legen wir nach. Und dann müssen wir sitzen und mit Verabredung sprechen. Das werden wir auch gleich mal tun. Also ich finde, es funktioniert ganz gut. Also Kontakte knüpfen funktioniert mit Leah ganz in Ordnung. Auf jeden Fall einfacher als mit den Leuten davor, weil die haben uns alle gehasst. Okay, dann müssen wir mit ihr reden. Machen wir Bewunderung ausdrücken, weil sie mag es ja sehr, wenn wir sie bewundern. Alles andere findet sie nicht so cool. Also Leah wirkt eigentlich auch nicht so, als wäre sie so ein cooler Steven, weil eigentlich will sie nur die ganze Zeit bewundert werden und sobald wir über irgendwas anderes reden, ist sie pisst. Aber dann brauchen wir wenigstens nicht so schlechtes Gewissen haben, weil wir alle wissen, wie es mit ihr enden wird. Werden wir noch tief in die Augen schauen. Bei Interessen reden werden wir nicht, das mag sie nicht. Und dann hätte ich mal gesagt, go for it. So können wir sie nicht küssen. Ah, warum geht es ihr nicht so schlecht? Der erste Eindruck ist stark. Zu voll von dir selbst. Naja, eigentlich mag sie sie gar nicht so sehr, aber eigentlich ist das auch komplett egal. Sie möchte ja hauptsächlich Geld. Auch creepy irgendwie. Er sitzt da so auf deiner komischen Luftmatratze und zieht den beiden beim Flirten zu. Creepy. Dann gehen wir dahin und tiefgründige Unterhaltung sollen wir führen. Ich weiß nicht, ich glaube, das mag sie nicht. Sie mag ja nicht, wenn wir reden. Sie mag lieber, wenn wir sie einfach nur bewundern. Und ersten Kuss erleben. Hoffentlich klappt es. Ich möchte gleich heiraten. Ich will gleich alles ganz schnell durch. Dann haben wir Geld. Dann können wir das Haus einrichten. Also ich hoffe zumindest, sie hat Geld. Und funktioniert das? Komm. Ja. Sehr gut. Leah haben wir in der Tasche. Ja, dann werden wir ihr eine Rose anbieten, dann werden wir flirten und dann werden wir ihr eine schlüpfrige Frage stellen. Oh no, sie mag uns nicht mehr. Nein, 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 du musst uns mögen. Okay, okay, tiefgründige Unterhaltung. Nach Techtel-Mechtel-Krankheiten fragen. Ja, klar, das macht man immer am ersten Date. Weiß nicht, was ihr so macht, aber das gehört eigentlich schon dazu, oder? Dann werden wir die Verabredung beenden. Gut, und dann werden wir einfach mal hier schlafen, weil wir haben ja kein Bett und nichts. Und deswegen werden wir hier auf der Liege schlafen. Und am nächsten Morgen werden wir uns dann einfach nochmal mit ihr treffen. Und sie macht ein schönes Nickerchen um 5 in der Früh direkt am Strand. Was gibt es Besseres? Und das war es jetzt auch schon mit dem ersten Part meiner Siren Challenge. Es war aber tatsächlich nur der halbe Stream. Also die zweite Hälfte kommt bald, denn es ist tatsächlich so viel passiert. Wie gesagt, wenn du dich aktiv beteiligen möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Aber natürlich freue ich mich auch hier über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!